Wir haben ein Seepferdchen-Amulett. Alles klar. Das war hier. Phoenix-Amulett und Sichel. Ah. Ich kapiere. Ein Aufzieh... Nee. Ein Aufziehschlüssel. Jetzt ist nur die Frage, wo wir den brauchen. Bestimmt irgendwo eine Puppe oder so. Ah! Wo brauchten wir denn dann Schrauben? Ah! Okay, Phoenix Amulett 2 von da oben. Nee. Hier auch nicht, da kommt eine Rose rein. Das heißt. Ich frage mich gerade. Ach, hier! Blasebalg. Ah! Ich verstehe. Haben wir denn wieder? Hallo? Well, well, well. You wanted to be near your niece, didn't you? Welcome to the mirrored world. Sieht aus wie dieser Spider-Man, dieser Böse. Wie bitte, Mary hat meine kleine Jackie die ganze Zeit gefangen gehalten? Ich halte das nicht mehr aus. Ja. Wir betrachten mal den Teddybären. Ich sollte den Teddy reparieren. Ja, dann... Da passe ich nicht hinein, aber ich kenne jemanden. Laufrad, Spinnenamulett. Alles klar. Hallo? Achso, nee. Hier, Taki macht das. Na, wir müssen das Feuer löschen. Halt durch, Liebes, ich werde dich befreien. Na, hoffentlich. Ich muss irgendwie herunterschlagen. Da mit Jackie. Ist auch so ein blödes Vieh. Aber. Dafür muss ich den Mechanismus reparieren. Ah. Ein Wimmerbild. Schnalle, Krebs, Schädel. Das zweite Auge ist hier. Krebs. Krebs, Krebs, Krebs. Hallo. Lustig. Mohahaha. Schnalle. Schnalle? Ja. Zentaurfinx. Hier ist das Zentaur. Sphinx, die Sphinx. Wo habe ich den schon gesehen? Hier. Der Joker. Hier. Hühnerfuß. Der war hier. Eine Vase. Hier. Eine Karte. Wo ist denn das zweite Stück? Wo ist das zweite Stück? Hier. Metallpfeile. Flügelhaken. Krebs.
Haarkamm und Metallpfeile. Für Pfeile. Hier ist der Kamm. Yay! Wir haben einen Joker-Amulett. War das hier? Nee. Da oben ist auch noch was. Hier passt das rein. Ach, der hat das mir... Ich muss das Wachs aus dem Kästchen schmelzen. Das hat irgendwie eine interessante Form. Jetzt weiß ich, wonach ich suchen muss. Wir haben den Hebel. Damit können wir da... Hallo. Ich hätte gerne jetzt. Feuerlöscher. Ja, das wird ja langsam. Schmeckt's? Ein Feuerzeug. Irgendwas musste ich doch... Ah. Hier war's. Hier war's. Das Kästchen ist verschlossen. Nun ja, Feuerlöscher. Nein. Halt du, was ist da gestanden? Dieser Aussprung hat eine ungewöhnliche Form. Ich sollte leicht etwas finden können, das hineinpasst. Da ist ein Schlüssel. Da liegt er einfach mal so rum. Okay, wir haben hier schon einmal den... Was ist denn das? Daddy Arm. Es ist aber nicht für den Hasen, oder? Nö. Ah, für den Hasen. Hier ist ja ein Daddy. Sehr nett, sehr nett, sehr nett. Das kommt hier rein. Ah, wir können es runterschlagen. Mit einem Klobämsel. Oh, das sieht jetzt glatt schön aus. Auntie, I'm so glad you're okay. Mary caught me and locked me here. I'm so sorry she tricked you. Please, let's get out of this horrible place. We should shatter that cursed mirror. It's caused all this trouble. Silberner Knochen? Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Vertausche die Teile des Schlosses, sodass sie zu dem Muster der Mitte passen. Nein. Ah. Ja. Moment, das unten. Da. Ich. Das. Da. Das. So. Das passt schon. Hier kommt das hin. Hier kommt das hin. Yay. Wir werden uns wiedersehen. Ich brauche etwas Schweres, um das Spiel zu zerbrechen. Ich muss mich beeilen. Das hier. Ernsthaft? Auntie, look, she's still there.
Ja klar, mal the wieder. The mirror is broken, but now we have to stop Mary. She's hiding in her sarcophagus. She's weak without the mirror. This is it. We can end this all now. This will help you open it. Aha. Wo hast du das? Hast du das geklaut? We've got to defeat Mary. Her monsters are afraid of light. That could be a clue. We should open this window. She's probably like her monsters, afraid of light. Ja, es fehlt aber noch ein Teil. Ach, da unten. Ganz aus hätten wir es geschafft, Bloody Mary zu besiegen, ihre ganzen Monster zu besiegen, Jackie zu befreien und alle ihre Freunde zu befreien. Cool, cool, ja, muss ich schon sagen. Ja, diese Wimmelbild-Spiele da oder Wimmelbild-Adventures, wie man dazu sagt, die sind zwar eigentlich so irgendwie so relativ simpel, also so ein paar Quiz, die sind ein bisschen, naja, kommt man immer nicht so mit ab und zu. Aber so im Großen und Ganzen finde ich das eigentlich voll cool irgendwie, das zu spielen. Ich weiß gar nicht, gibt es noch Bloody Mary noch einen Teil? Wenn ja, schreibt mir das bitte in die Kommentare, ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher. Oder vielleicht kennt ihr auch noch andere Wimmer-Bildspieler, außer diese Scream Tales. Dann könnt ihr mir das auch in die Kommentare schreiben oder was wir als nächstes Let's Playen sollen. Was ihr da gerne sehen möchtet, ja. Mal gucken, was sich das als nächstes ergibt. Vielleicht wieder irgendein Horror-Game mit Facecam. Oder... keine Ahnung, schreibt es einfach in die Kommentare und... ja, aber jetzt nicht so ein Ballerspiel oder so ein DayZ oder so, aber das spiele ich auf keinen Fall. Das ist mir zu blöd, darauf habe ich keine Lust. Das Einzige, was noch geht, ist 7 Days to Die. Eventual the Forest. Da bin ich schon am überlegen. Weil es ist irgendwie ziemlich cool. Und, oder, keine Ahnung, demnächst kommt ja Sims 4. Das werde ich auf alle Fälle spielen. Da könnt ihr euch jetzt schon ein paar Charaktere entweder überlegen oder je nachdem. Entweder überlegt euch ein paar coole, die könnte ich ja dann nehmen, aber so mit Eigenschaften, wie die aussehen soll, also so ein bisschen detaillierter. Ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal. Hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir fleißig in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir bitte ein Like. Wenn nicht, dann schreibt, was ich besser machen kann. Ja. Cool. Finde ich schade, dass es so schnell vorbei ist. Und hier haben wir nochmal die ganzen Sprecher. Noch mehr Sprecher. Mary. Natalie van Sistine. Schwiegermutter. Ach, hier sind ja alle. Ach, Zwilling. Donovan Snyder. Elephant Games. Das ist Hauptamt abgeschlossen. Nun kannst du das Bonuskapitel spielen. Du findest es im Bonusinhalt im Hauptmenü. Nee, das möchten wir nicht. Darum würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Macht's gut, Leute. Tschüss.